Realität. Ich habe schon mein ganzes Leben geglaubt, dass ich in der Wirklichkeit lebe. Erst tritt die Wirklichkeit des normalen Schulsystems in mein Leben ein. Ich war überzeugt davon, dass es mir auch manchmal schwer fallen wird, die Zusammenhänge zu begreifen. Ich stellte immer so viele Fragen, auf die es dann letztlich keine Antworten mehr gab. Später als Jugendlicher in der Ausbildung zum Statl, Anerk. Erzieher war ich im Vorpraktikum bei der SJD, den Falken. Der Sozialismus wurde meine neue Religion gleich nach dem Konfirmandenunterricht. Nun war ich überzeugt, der einzige Gott war das Kapital, und das war schlecht. Im Laufe der Zeit lernte ich viele Weltanschauungen und Glaubensrichtungen, Bhagwan war auch mal modern, kennen, und jede hatte Einfluss, hat meine jeweilige Wirklichkeit. Aber ich war irgendwie nie zufrieden. Es musste hinter dem Vorhang noch etwas geben, was mich immens neugierig machte, die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem Sinn des Todes. Die Frage, warum leben und warum sterben wir? Wofür uns leben wir? Ich dachte eine Weile, dass die Kirche antworten würde, und darum ging ich wieder hin. Aber bei jeder Sonntagspredigt erhielt man außer Geißelungen selten erbauende Worte. Die Antwort blieb auch hier aus. Dann geschah lange nichts. Ich machte mir auch keine Gedanken mehr, bis ich das Internet entdeckte und den VTF. Mit Esoterik hatte ich mich am Rande etwas beschäftigt, eigentlich vornehmlich mit UFOs, die aber auch keine Antworten boten. Mein Vertrauen in das Hineinfabulieren von angeblichen Stimmen aus dem Jenseits hielt sich in Grenzen, zumal ich nichts Gutes, eigentlich nur eine gruselige Verbindung mit dem Tod herbeiführte. Meine ersten Einspielversuche waren auch mit unguten Gefühlen, kalten Schauern und Gedankenbildern von Horrorfilmen geprägt. Doch eines schönen Morgens kam der Durchbruch. Ich wurde angesprochen. Laut, klar, es gab kein Vertun. Ich war gemeint. Nachdem alle Erklärungen von Hirngespinst bis Schabernack durchgespielt waren, blieb nur noch eines übrig. Meine Wirklichkeit und meine Realität. Aber 1000 Tage habe ich bis heute gelebt. Alles Mögliche erlebt, aber nie etwas, jedenfalls bis in mein Wachbewusstsein vorgedrungenes von dieser Güte und Ausprägung. Da war es. Mein Weltbild stürzte. Stimmt denn nun die Weisheit der Naturwissenschaftler nicht mehr, die ich mir so mühsam in die Birne kloppte? Und was wäre, wenn? Gibt es nur noch Märchenzähler, die ihr wirkliches Wissen geheim halten wollen? Ich befasse mich mit den sogenannten Versuchstheorien und ich befasse mich mit den Kritikern derselben. Was soll ich sagen? Jeder lebt in seiner Wirklichkeit. Es gibt keine für alle gültige Wirklichkeit. Es gibt sie nur flüchtig, für eine kurze Zeit und verschwinden. Dennoch fühle ich mich nicht Opfer seines Schicksals, das mir physischen, psychischen und mentalen Schaden zufügt, auch nicht aus kurzer Zeit. Ich möchte den Denkmodellen von Menschen auf die Schliche kommen, die andere, in welcher Form auch immer, ausnützen und unterdrücken. Dazu gehört auch das Unterdrücken von Erkenntnissen und das Dementieren von Beweisen, die für diese Wirklichkeit gültig sind. Es ist sehr mühsam, über den Tellerrand hinauszuschauen, weil man sich dabei erhöhen muss. Aber es lohnt sich. Tu es für dich. Und bitte arbeiten Sie nicht daran, die aktuelle Wirklichkeit sehr genau zu kennen und für sich auszunutzen. Ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien und ich arbeite diesen auch nicht zu. Aber ich prüfe sie und überzeuge mich von ihrem Kern. Leider, lieber Stefan, gibt es in unserer Welt genügend Beweise und Beispiele, vor denen bereits vor 10 Jahren gewarnt wurde und nun traurige Realität geworden ist. Natürlich muss nicht immer alles so eintreffen, aber leider ist vieles genauso geschehen. Es betrifft mich,
und es betrifft dich. Es betrifft jeden Mann, der im Augenblick nicht gerade feinstofflich ist. Bitte prüfen Sie darum sehr genau, bevor Sie etwas feststellen, ob es noch keinen Kerngehalt gibt, der für Sie stimmt. Und bitte sei dir bewusst, dass du eine Multiplikatorrolle innehast und die Irrungen deinerseits weitreichendere Folgen nicht nur für dich selbst haben.